So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und eigentlich wollte ich heute, ich habe es zumindest versprochen, in einem Kommentar letztens, gestern, vorgestern, eigentlich wollte ich heute eine neue Folge 7 Tage 7 Stops hochladen, mit der Auflösung dann morgen dazu. Aber es ist schon wieder so viel passiert, dass ich denke, ich muss trotzdem jetzt eine aktuelle Folge aufnehmen, kurz was zeigen, kurz was berichten, kurz was informieren und dann heute ein kleines Special machen, weil es könnte einfach nicht passender sein, aber dazu gleich mehr. Denn wie ihr alle wisst, ist gestern Abend 22 Uhr ja das Mond-Neujahr-Event gestartet. Demzufolge könnt ihr jetzt auch wilde Gyarados fangen, die shiny sein können. Es war ja schon immer möglich eigentlich, Gyarados wild zu fangen, es war nur extrem selten. Jetzt während des Events spawnt es wahrscheinlich verhäuft. Also nicht unglaublich viel, aber die Chance ist höher auf eins zu treffen und das kann erstmals auch wild shiny sein. Ich habe da mal hier einen Screen dazu. Hatte gestern nämlich wirklich jemand richtig viel Glück, mega Glück, muss man wirklich so sagen. Der hat um 23.32 Uhr ein Shiny Gyarados gefangen mit 2019 WP. Dann 6 Minuten später um 8.30 Uhr wieder ein Shiny Gyarados gefangen. Und dann nochmal 7 Minuten später das nächste Shiny Gyarados. Die WP haben zwar immer mehr abgenommen, aber guckt euch das doch an. Ist das nicht krass? Wer macht sowas? 3 Shiny Gyarados innerhalb von 15 Minuten, von einer Viertelstunde. Manche haben nicht mal eins, manche begegnen im ganzen Event, kriegen nicht mal ein Gyarados zu sehen, geschweige denn ein Shiny. Das ging aber richtig ab und das Event geht ja eine Woche, 2 Wochen? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit und geht los und guckt und gönnt euch das. Natürlich Carpador sitzt auch überall rum. Da ist die Shiny-Chance wahrscheinlich erhöht, weil auch viele gestern berichtet haben, boah, schon das 5. Shiny Carpador, ich raste aus, keine Ahnung. Das sind natürlich so einzelne Glücksfälle. Zudem wurde gestern auch Magma als Shiny in der Wildnis freigegeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für das Event ist oder ob das dann so bleibt. Bisher musste man natürlich Magby aus Eiern brüten, Shiny. Was hab ich mir den Arsch wund gelaufen? Und im Endeffekt musste ich trotzdem noch traden, dass ich wirklich 3 Stück habe. Und jetzt kann man das einfach wild fangen, direkt als Shiny. Also ihr seht, immer wenn ein Event kommt und man denkt, man weiß alles, tun sie immer noch ein paar Schmankerl dazu editieren und schon ist es noch krasser als gedacht vorher. Und das finde ich schon genial. Einfach mal so ein paar wilde Gyarados mitnehmen, eine 6er Armee Gyarados sich hinstellen, am besten gleich eins fangen mit 3000 WP. Das wäre doch richtig genial, das sind dann auch die IV egal. Ihr könnt aber auf jeden Fall jetzt also Gyarados wild als Shiny fangen, ihr könnt Magma wild als Shiny fangen, erstmalig. Und weil das beides Pokémon von der ersten Generation sind und die jetzt als Shiny da sind, Magma auch, erste Generation, Shiny. Und zusätzlich geht es ja auch noch um diesen Community Day. Da habe ich auch eine Umfrage erstellt auf meinem Kanal in dieser Community-Funktion. Und ihr seht, alle 4 Pokémon, die zur Auswahl stehen, sind ja auch Generation 1 Pokémon. Und es geht ja darum, die als Shiny ins Spiel zu bringen. Wenn sie noch nicht drin sind oder wenn sie da sind, können die Shiny fangen mit besseren Attacken. Momentan 94 Leute haben teilgenommen und Rihorn belegt Platz 1. Das hätte ich nicht anders gedacht. Auf jeden Fall Vulpix ganz abgelegen, ganz hinten. Ich muss also keinen Besen fressen, wenn das hier nachgeht. Und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir heute ein kleines Kanto-Special. Alle Generation 1 Shinies plus Familien. Ich zeige euch alle, die ich habe. Und ich habe alle, eigentlich habe ich sie nicht mehr alle, aber trotzdem, ich habe alle Shinies aus der ersten Generation, die es gibt, plus die Familien. Und da, wo die Familie noch nicht da ist, werde ich das jetzt direkt im Video für euch entwickeln. Ich habe das nämlich immer so gemacht. Los, hol dir eine zweite Katze. Los, schneid ihm die Eier ab. Oh, Radi. Das hat er jetzt 2 Tage lang nicht mehr gemacht. Er war 2 Tage lang mucksmäuschenstill, hat nichts mehr gesagt. Und jetzt fängt er wieder so an.
Wir geben hier einfach mal schillernd ein. Wir gucken uns jetzt mal die ganzen Shinies an, die ich habe und die ich noch entwickeln kann. Die entwickle ich jetzt mit euch zusammen für euch. Ihr könnt ja mal vergleichen, was habt ihr auch, was fehlt euch noch. Das finde ich richtig genial. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen, aber ich habe gedacht, wir machen so kleine Themenfolgen. Alle Pflanzen-Shinies, alle Feuer-Shinies, aber egal, was dann vorgeschlagen wurde, ich habe immer schon alles entwickelt gehabt davon und nur das Zeigen bringt eigentlich nichts. Jetzt machen wir das aber passend dazu komplett Generation 1 und dann machen wir auch natürlich eine Folge von Generation 2, Generation 3, Generation 4, Generation 5, dass wir auf dem aktuellen Stand sind irgendwann und dann immer nur die neuen, die reinkommen, vielleicht durchentwickeln und fangen und zeigen. Hier habt ihr also als erstes Shiny Bisasam. Was ja eigentlich jeder haben müsste, war ja am Community da. Ich habe das wieder so markiert. Also das will ich behalten, weil es das höchste ist. Und die ich abgeben kann, da habe ich immer mal einen Punkt dran gemacht. Dann war ja dieses Halloween-Event, da konntet ihr Shiny Bisasam aus Raids bekommen mit Kostüm. Leider habe ich mir beim Rübertauschen, ist es Lucky geworden. Und ihr wisst alle, wie ich dazu stehe. Wenn sowas Lucky wird, ihr seht den Unterschied nicht mehr so groß. Also musste ich mir noch ein zweites gönnen. Hat aber geklappt. Dazu habe ich mir ein paar kleine Accounts gemacht, mit denen ich dann immer die Einer- oder Zweier-Raids mache. Wenn Shinies da sind, so habt ihr eigentlich eine gute Möglichkeit. Mit dem Großen könnt ihr euch wirklich auf die großen Sachen konzentrieren. Da die Erfahrungspunkte mitnehmen. Und mit den kleinen Sachen, diese Smurf-Accounts, wie sie genannt werden, könnt ihr einfach mal ein paar Click-Raids machen oder eben in dem Falle diese Halloween-Raids von den Startern. Wenn ihr wirklich eins habt, tauscht euch das rüber. Dafür gibt es ja auch die Tauschfunktion. Für was anderes ist sie meiner Meinung nach meistens sinnlos. Irgendwelche Pokédex-Einträge, die kriegt ihr ja eh irgendwann, aber Shinies, gerade die begrenzt da sind, habe ich also hier mitgenommen alles. Bisa Knosp haben wir natürlich auch auf der Hand. Eins zum Abgeben, eins so. Wir haben Bisa Floor. Habe ich eins, achso, das ist das Getauschte vom Brian, was er mir mal gegeben hat. Deswegen würde ich mein Höchstes abgeben. Dann kommen wir zu Glumanda, auch C-Day-Pokémon. Da haben wir ein paar. Wir haben natürlich auch das mit Halloween-Kostüm, was ich sehr cool finde. Glutexo haben wir hier. Wir haben Glurak dabei. Wir haben sogar Lucky Glurak als Shiny. Das habe ich bewusst mal rübergetauscht, weil da gute IV und das zum Hochziehen wäre vielleicht trotzdem cool gewesen. Hat leider keine guten IV. Ist also egal. Wir gehen weiter. Wir haben weiterhin nochmal schwarzes Glurak. Dann habt ihr auch hier Shiggy. Wenn es mal erscheinen würde und nicht so ein blöder Ball wäre. Shiggy haben wir auf jeden Fall da. Ach. Was macht man jetzt? Vielleicht sollte ich den Offline-Modus rausnehmen. Oder es liegt am Server. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier hin. Ich mache mal den Flugmodus raus. Ich gehe mal auf meine normalen mobilen Daten. Oh, jetzt ist es ja schon da. Hier haben wir auf jeden Fall Shiggy. Das war ja ganz besonders. Da hattet ihr natürlich Shiggy auch am Community Day normal, wo ich fand, dass die wirklich seltener waren als die Shiggys mit Sonnenbrille, die wir nämlich hier sehen. Schillernde Shiggy mit Sonnenbrille. Dann habt ihr natürlich die Entwicklungen auch dazu. Ach ne, wir haben erst noch ein Halloween Shiny Shiggy, aber ohne Sonnenbrille, dafür mit Kostüm. Muss es natürlich auch geben. Dann habt ihr hier mit Sonnenbrille Shillok als Shiny und ohne. Und dann habt ihr auch Turtok ohne Sonnenbrille und mit Sonnenbrille. Sogar als 100%iges. Müssen wir mal gucken, dass ihr das auch wirklich glaubt. Hier 100% auch aus einer Quest. Und jeder, der dahin gegangen ist, konnte sich natürlich dasselbe holen. Hier haben wir dann Raupi oder Marius, habe ich eins mal genannt. Das habt ihr hier. Eins also zum Abgeben, eins zum Behalten. Wir haben Safkorn, wir haben Smetbo. Taubsi ist der erste Kandidat. Da habe ich jetzt drei Stück, das ich noch durchentwickeln muss. Wir nehmen also wieder das Höchste, genau. Wir nehmen das Höchste, entwickeln Taubsi zu Tauboga und Tauboga zu Taubos. Weil, wann soll ich das denn mal machen? Extra eine Folge, ich entwickle mein Shiny Taubsi. Kann man machen, aber ist meiner Meinung nach einfach zu wenig. Ich will da mehr zeigen. Und wie viele Flug-Shinies gibt es denn? Weiß ich auch nicht. So viele Leute, gut, Flug und normal wäre das gewesen. Wir geben den zweiten drauf. Jetzt muss ich aufpassen, aber nicht, dass ich das mache wie bei dem Electek, als ich das Elekid zeigen wollte, dass das vom Max ist. Scroll runter und es wirft einfach einen Sinusstein ein und entwickelt das Electek nochmal zu Elevoltek und schon hatte ich keins mehr. Das wird also brutal. Vorsichtig, was man drückt. Wir haben jetzt also Taubos. Ach Mann.
wieso muss das denn jetzt so sein? Jetzt muss ich wieder rein, jetzt muss ich das zweite aber trotzdem nochmal entwickeln. Das Taubsi zu Tauboga, um eben auch die Taubsi-Shiny-Familie voll zu haben. Und ich habe geguckt, das ist nicht das Einzige, was wir entwickeln müssen in der Sendung. Ich habe noch mehr dabei. Auf eins freue ich mich auch noch ganz besonders, vor allem weil das auch wieder eine richtig coole, krasse Farbe hat. So, wir können ja hier leider nicht weg, müssen wieder hier rein, stehen komischerweise jetzt aber doch da, wo es sein muss. Haben jetzt also auch die Taubsi-Familie voll, kommen zu Radfratz. Da habe ich hier zwei Stück, drei Stück, eins kann ich abgeben, zwei muss ich behalten. Das höchste entwickeln wir wieder. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Ich gucke nochmal kurz durch. Da ist das Alola, das Partyhut. Das Alola-Radikal, genau, ein normales Radikal ohne Partyhut habe ich nämlich noch nicht, müsste ich hier entwickeln. Wird aber deswegen schon unten angezeigt, dass das vorhanden ist, weil das mit Partyhut ist ja auch radikal. Deswegen ist damit der Pokédex-Eintrag für das Shiny schon weg. Guckt doch mal, wie gut die Hand aussieht, ne? Nicht beim Arzt, bei der Nase nicht zum Arzt, bei der Hand nicht zum Arzt. Irgendwann liege ich in der Wohnung, Adi freut sich. Wir gehen wieder zurück, wir gucken wieder auf die Ratte. Diesmal haben wir es, Shiny Radfratz haben wir hier als normal, als Alola. Wir haben Radikal Shiny, wir haben Radikal mit Partyhut als Shiny, wir haben Radikal Alola als Shiny, hier haben wir Rattan, Arbok, Pikachu, das ist auch so eine Sache. Pikachu normal mit Weihnachtsmütze, mit Partyhut, leider Lucky, aber... Da müsste später dann auch noch eins mit Partyhut kommen. Hier mit Ash Cap, hier mit Hexenhut, hier mit Strohhut, mit SS Cap. Das war richtig genial. Das habe ich von Micha Joost bekommen. Vielen Dank dafür noch. Da kriegt er auch noch zwei, drei Shinies von mir. Aber wir wollten, genau am Wochenende jetzt, wollten wir eigentlich tauschen. Wir wollten erst zu Hyperfreunden aufsteigen. Dann das mit dem Blumenkranz natürlich. Auch eins noch zum Abgeben mit Blumenkranz. Hier eins mit diesem Abenteuerhut zum Abgeben. Da noch ein normales. Hier das also mit Partyhut ohne Lucky, das mit der Winterbeanie, das auch mit dem Halloween-Kostüm dabei, dann auch die Weiterentwicklung natürlich, Raichu, eins zum Abgeben, eins zum Behalten, eins mit Partyhut, da habe ich jetzt leider nicht alle, eins mit Winterbeanie, das war es schon von den Raichus, aber jetzt könnte man sagen, hey, du hast ja gar nicht alle, dir fehlen ja die anderen Raichus mit den Mützen, aber... So übertrieben will man dann doch nicht sein. Die kommen vielleicht im Laufe der Zeit, wenn die immer wieder mal zurückgeholt werden oder mal noch ein bisschen getauscht wird. Aber auf jeden Fall, die Familie an sich ist ja komplett. Pichu, Pikachu und Raichu sind ja vorhanden. Auf die Kostüme, diese speziellen, muss man ja jetzt erstmal keinen Wert legen. Kann man dann im Expertenmodus. Alola Raichu auch dabei. Hier habt ihr also Sandan, Normal und Alola. Hier die Weiterentwicklung Sandama, Normal und Alola. Wir haben Nidoran, Nidorina, Nidoqueen. Auch die männlichen Versionen vom GoFest in Dortmund. Nidoran, Nidorino, Nidoking. Wir haben Pipi, wir haben Pixie. Alle Babys haben wir ja letztens erst entwickelt. Vulpix. Alola haben wir hier auch schon und Vulpix, Vulnona, Vulpix, und Vulnona, Alola haben wir hier auch. Dann haben wir auch Pummeluff, Knuddeluff, Zubat, das ist wieder eins, das muss ich noch entwickeln. Da habe ich auch nur drei Stück, genau, das lassen wir so. Das zweite, Zubat, machen wir zu Golbat und das erste, das höchste, machen wir dann wieder zu Xbat, wobei ich sagen muss, Xbat sieht so hässlich aus. Zubat ist richtig genial mit dieser grünen Farbe, das gefällt mir so gut. Auch Golbat mit dieser grünen Farbe sieht auch so richtig kräftig aus. Auch dass die Flügel dann so etwas so erdbeerfarbig sind. Richtig genial, guckt euch das an. Aber wir müssen uns natürlich das... Warum ist das schon wieder da oben? Ich verstehe das nicht. Wir müssen uns natürlich das nächste schnappen, das höhere. Und das allerhöchste entwickeln wir natürlich jetzt zweimal zu Xbat. Was das hässlichste ist, einfach nur von der ganzen Reihe, ich verstehe es nicht. Wie kann man das so krankhaft rosa machen und denken, dass das gut aussieht? Wir müssen es aber trotzdem entwickeln für den Pokédex-Eintrag. Deswegen die Leute, die wirklich nur eins haben, das durchentwickeln und sagen, das reicht ihnen. Schande, die haben einfach nur dieses rosane, hässliche X-Bad. Aber die haben dann nicht mehr diese zwei schönen, saftig grünen Zubat- und Golbat-Varianten, also... Guckt euch das an, wie das aussieht, also pff.
Ein fliegendes Schwein. Mehr ist es nicht. Ein Ferkel mit Flügeln. So schlecht sieht's gar nicht aus, jetzt wo ich es hier im Spiel selber sehe. Habe ich dem armen X-Bar die ganze Zeit Unrecht getan? Dann haben wir natürlich noch Mirapla. Das war ja auch ein bisschen geboostet, denke ich mal. Das wurde ja auch zur Safari-Zone eingeführt. Hier ganz wichtig bei den Mirapla, ihr habt auch die Unterschiede zwischen männlich und weiblich. Hier seht ihr ganz kleine weiße Punkte und hier seht ihr große weiße Flatschenpunkte. Bei Duflor, genau wie bei Giflor, habt ihr hier einmal viele kleinere Punkte und bei dem weiblichen größere Punkte. Giflor also auch dabei, Dicta dann normal, Dicta Alola. Und dann natürlich auch die Weiterentwicklungen Dictri Normal und Dictri Alola. Wir haben hier Mauzi, Mauzi Alola, Snobilliket, Snobilliket Alola. Wir haben Enton, da haben wir auch einen ganzen Sack voll und Entoron natürlich auch. Ist aber auch schon alles entwickelt. Mengi haben wir ein paar, die können wir sogar abgeben, das müssen wir behalten. Rasaf haben wir dabei, Fukano letztens erst entwickelt in der Feuerfolge, Fukano und Akani. Quapsel, 1, 2, 3, 4, 5... 6, das auch ein Kandidat, den letzten wieder zum Abgeben, die anderen so. Da muss ich auch wieder gucken, da muss ich alle entwickeln. Was machen wir denn? Das Höchste machen wir zu Quappo, weil Quappo sieht einfach am besten aus. Wir entwickeln hier also einmal durch. Wir machen das jetzt anders, wenn wir das zu Quappo machen. Und das machen wir zu dem anderen Scheißhaus. Dann nehmen wir lieber das. Das lassen wir so, wir nehmen das und machen das erstmal zu Quapuzzi. Nein, geh weg! Wir machen erstmal Quapsel zu Quapuzzi, nehmen dann das zweite, machen es zu... Ich komme nicht auf den Namen. Zu... Irgendwas, genau. Ihr wisst schon, was es dann wird. Dieses... Hä? Dieser Frosch, dieser Grüne. Wie heißt der denn jetzt? Quaxo, genau. Wir haben hier also das Quapuzzi. Jetzt müssen wir wieder runter, müssen wieder rumscrollen. Da können wir aber genau auf das, was wir brauchen. Denn das zweithöchste machen wir ja jetzt zu Quaxo. Das habe ich natürlich sofort gewusst. Am besten ich schneide alles raus, dass man das nicht mitkriegt. Quaxo, also auch gleich am Start. Wenn nichts schief geht, ich hoffe, ich habe überhaupt Kingsteine da, die ich dafür ja brauche. Und wie friedlich der Adi in der Ecke sitzt und schläft einfach nur. Also der schläft nicht, der guckt um sich. 100 Bonbons, gut, die Bonbons dürften ausreichen, es sind ja noch über 1000 da. Quapuzzi, also zu Quaxo, auch neuer Eintrag und am meisten freue ich mich eben auf Quappo und den neuen Eintrag, weil das auch wieder richtig genial aussieht. Bei Quapsel und bei Quapsel normal und Quapsel Schein, ihr habt ja wieder nur einen ganz geringen Unterschied. Hier seht ihr natürlich schon deutlich mehr den Unterschied, obwohl ich diese Farbgestaltung richtig hässlich empfinde. Und beim Quappo habt ihr einfach den größten, besten und schönsten Unterschied zu sehen. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese Entwicklung. Aber ich glaube, das war es trotzdem immer noch nicht. Ich glaube, hinten sind trotzdem noch welche drin, die auch entwickelt werden müssen. Und ich bin froh, dass einfach der Pokédex weiter gefüllt wird bei den Shinies. So, da ist noch der Schatten. Da nochmal Quapuzzi entwickeln zu Quappo. Ich habe gesehen, Bisa Fan TV oder so ist auch... Läuft, glaube ich, sogar aktuell immer noch mit seinem Quappo durch die Gegend, wenn ich das jetzt gerade nicht verwechsel. Bei dem habe ich auf jeden Fall lange Zeit Quappo gesehen, Shiny Quappo, als Buddy. Hier, der sieht doch gut aus, oder nicht? Statt blau einfach so grün. Nicht so kräftig giftgrün wie das andere, sondern halt anderes Grün. Macholo finde ich halt komisch, dieses Grün sieht komisch aus. Ja, ja, das sieht schon besser aus, der grüne Hulk, da haben wir aber auch nichts mehr übrig. Tentara haben wir hier, Tentoxa, leider auch lucky geworden, deswegen mussten wir uns noch eins holen. Dann Kleinstein normal, Kleinstein Alola, Georock normal, Georock Alola, Geowatz normal, Geowatz Alola, Ponita haben wir hier und Galoppa natürlich auch, auch wieder zum Abgeben was. Magnetilo, Magneton, Porenta. Auch Shiny Porenda zweimal am Start. Wir haben Yurop und Yugong. Slimer muss ich, glaube ich, wieder entwickeln. Das ist das Normale. Hier habt ihr dann das Alola. Das ist ja viel kleiner, oder? Größe 62. 9. 9. 9. Die 30 machen das aus.
Ihr habt ja also Alola Slymog und Alola Slimer und dann müssen wir hier natürlich noch das Höchste entwickeln, um ein normales Shiny Slymog zu haben. Daran habe ich auch nicht gedacht. Wieso ging das nicht? Gut, Alola-Folge ist natürlich das Alola entwickelt worden und ansonsten Gift haben wir noch nie gemacht, sonst wäre wahrscheinlich auch Zubat schon entwickelt worden. Was ja leider nicht gewählt wurde, hat keiner vorgeschlagen in den Kommentaren. Deswegen hier noch ein Slymog hinterher als Shiny. Jetzt müssen wir aber auch wieder hier nach unten gehen und rumwühlen und rumscrollen. So, wir gehen gleich hier auf das entwickelte Slymog. Hier seht ihr nochmal, ne, seht ihr nicht, gut. Slymog, einmal so, Mushas haben wir da, Austos haben wir natürlich auch irgendwo. Hier ist Austos, Nebulak, auch beim GoFest in Dortmund noch welche bekommen, richtig genial. Alpollo, das könnt ihr natürlich mit einer Tauschentwicklung jetzt auch kostenlos dann entwickeln. Gengar vom Gengar Raid Tag damals. Onyx haben wir auch einen ganzen Sack voll. Das seht ihr die Weiterentwicklung jetzt nicht, weil das ja nicht mehr Generation 1 ist. Junge, Junge, jetzt hör doch mal auf. Traumado, Hypno, Krabi, eins zum Abgeben, Kingler und ein Lucky Kingler. Leider Gottes, damals auch beim Tauschen Lucky geworden, musste ich mir auch ein zweites holen. Alola Kokowai haben wir auch hier am Start. Können wir uns jetzt nicht angucken. Tragosso, Knogger, Alola Knogger, Smogon, Smogmog, Kangama haben wir hier. Natürlich die Kontinentalen, die ihr auch aus Eiern bekommen konntet. Dann habt ihr hier das Sepa, Seemon, Setra King seht ihr wieder nicht, weil das ja wieder andere ist. Pandimos haben wir noch zwei, drei. Sichlor haben wir hier auch noch drei Stück. Sherox seht ihr wieder nicht. Rosana, Lucky, aber auch eben das normale. Kusilla seht ihr wieder später. Magma, was ihr jetzt ja auch wild als Shiny bekommen könnt. Aber Mark Brand seht ihr auch wieder nicht. Genauso wie ihr ja Magpi nicht gesehen habt. Pinsir noch hier. Pinsir am Start. Tauros noch dabei. Drei Stück ist, glaube ich, noch ein paar sind rübergetauscht wieder. Genau. Carpador, heiße Anwärter jetzt natürlich, was ihr jetzt fangen könnt. Garados, damals ein normales. Das war das allererste. Das habe ich am 22.03.2017 gefangen und wenn ihr mal nachguckt, das war genau der Tag vom Wasser-Event, wo Carpador als Shiny rausgebracht wurde und Carpador das allererste Shiny war, was je bei Pokémon Go released wurde, ins Spiel reingebracht wurde, direkt am 22. Das Event hat angefangen, 22 Uhr und 22.05 Uhr habe ich mein Shiny Carpador bekommen. Ich war so happy damals. Ich habe das direkt entwickelt. Ich habe das auf Level 40 hochgezogen. Ich habe eine Arena platt gemacht, habe das da reingesetzt, habe das abgescreent. Ich war so stolz. Ich wollte das an Schilling schicken und wollte zeigen, oh hier, guck mal, schon gefangen, richtig krass. Er hat bis heute die Nachrichten nicht gelesen, weil bei Twitter kenne ich mich nicht aus. Ich habe das an die Facebook-Seite geschickt und naja, kann man ja mal machen. Da gab es sogar noch das alte Arena-System damals. Dann habe ich mir noch eins vom typisch Andy rübergetauscht, was eben dann Lucky sein sollte. Lapras haben wir hier ein paar. Vom Lapras Raid Day auch ein Lucky Lapras. Evoli natürlich, normal. Evoli mit Blumenkranz. Dann habt ihr Aquana, normal. Blitzer, normal. Flamara, normal. Die anderen haben wir jetzt auch nicht dabei, ist ja nicht Gen 1. Ammonitas, Amoroso, Kabuto, Kabutops, Aerodactyl, Arctos als Lucky Legendary Shiny und normal. Dann Zapdos als Lucky Legendary Shiny und normal. Dann Lavados, normal und als Lucky Legendary Shiny. Plus Dratini, Dratini, Dragonir, Dragoran. Gut, Mewtwo haben wir auch noch, stimmt, den gab es ja auch. Haben wir auch wieder natürlich ein Lucky Legendary. Ist das Legendary? Ist das Musical, Brudi? Das ist also auch dabei. Mewtwo natürlich mit 96, habe ich dann auch hochgezogen. Und dann die normalen noch hier. Die werden jetzt immer schlechter, immer weniger, aber ein paar Spuktu, genau, das war das noch mit Spukball. Und dann sind wir durch, das waren alle Shinies aus der ersten Generation, alle Shinies mit den dazugehörigen Familien, die es gibt. Wenn Rihorn ins Spiel kommt, am C-Day, wird das natürlich erweitert, da habt ihr ja nochmal dann drei Pokédex-Einträge da dabei. Ich freue mich besonders auf Rihorn, selbst wenn es Vulpix wird, ist es ja trotzdem neu und Vulpix sieht auch eigentlich richtig cool aus. Nimmt man also gerne mal mit, wir gehen hier zurück, wir drehen auch mal hier den Stop, so. Haben wir noch ein 5er-Ei bekommen. Eigentlich müsste man ja jetzt 7er-Eier brüten.
Aber ich will jetzt noch keine Geschenke machen. Ich mache die eigentlich immer erst abends auf. Bis dahin muss ich halt die Eier, die ich jetzt habe, auch wieder weggebrütet haben. Das also die kleine Special Kanto-Version. Alle Shinies und Familien aus Generation 1. Schreibt mal rein, welche fehlen euch noch? Welche findet ihr besonders cool? Welche findet ihr richtig misslungen? Welche sind die hässlichsten? Welche sind die schönsten? Und welche fehlen euch? Schreibt's rein, ich bin gespannt. Wir sehen uns dann trotzdem morgen wieder. Vielleicht schaffe ich es morgen, die 7 Tage, 7 Stops-Folge hochzuladen, weil die sehr interessant ist, dass sich viele Leute drauf gefreut haben. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.